Hallo zusammen, heute wird mal nicht gekocht, sondern gebacken. Und zwar will ich Lebkuchen machen. So, und es ist Corona-Zeit, wir sind mitten im zweiten Lockdown. Und was ist? Die Leute kaufen nicht wie blöd Klopapier ein, sondern Orangenaht und Zitronat ist weg. Ich meine, zwei Läden, ich habe es jetzt aufgegeben und jetzt werde ich improvisieren, weil was ist nicht weg? Was ich eigentlich überhaupt nicht mag. Das sind so, kennt ihr diese Belegkirschen oder auch Cocktailkirschen? Letzte Chemiepampe, aber ich dachte mir, Orangenaht ist auch immer so ein Geschmier. Also probier es mit 100 Gramm davon. Und ich habe vom letzten Wochenende, habe ich Datteln im Speckmantel gemacht, an ein paar Datteln. Die tue ich auch mit rein, weil ich denke, da kommt eine coole Konsistenz zusammen. Meine Lebkuchen an sich sind auch noch mit Marzipan. Also super lecker, testen wir uns mal ran. Und heute werde ich ein bisschen Slow Gin mit rein tun. Ich weiß, ich ersetze mal wieder eine Zutat durch was anderes, aber backen kann auch ich nicht ohne Rezept, weil daran muss man sich halten. Hier ist mein kleines Schmierrezept. Also was braucht man? Wie gesagt, ich nehme statt dem Orangenschnitt diese komischen Belegkirschen und ein paar Datteln. Muss mal gucken, wie viele. Dann brauchen wir 8 Eiweiß, ganz schön viel. 150 Gramm Zucker, wir brauchen hier so einen Block Marzipan, also 200 Gramm. Oh, Achtung, dann brauchen wir noch eine Prise Salz, wir brauchen Zimt, 3 Teelöffel. Dann natürlich hier Lebkuchengewürz, auch fast überall ausverkauft, aber hiervon auch. 2 Teelöffel, dann brauchen wir noch 2 Teelöffel Kakaopulver, so Backkakao hier. 300 Gramm gemahlene Mandeln. 80 Gramm Mehl, so runde Oblaten. Ihr könnt große nehmen, ihr könnt kleine nehmen. Ich habe jetzt mal so große hier genommen, weil ich mir dachte, ja, keine Ahnung, was ich mir dachte. Und für später dunkle Schokoglasur. Gut, was habe ich hier noch? Zwei extra Zutaten neben dem, was hier gepusht ist. Ich habe hier einen leckeren Slow Gin von Elephant Gin. Mein Lieblings-Slow Gin, was ist Slow Gin? Ganz kurz, das ist Gin auf Schlehenlikörbasis und der ist super zimtig und lecker, also echt eigentlich der beste. Da schenke ich mir auch noch gleich einen Schluck ein. Und davon werde ich einen Schluck mit rein tun und ich werde für die Konsistenz, weil das sind sehr, sehr weiche Lebkuchen ohne jeden Biss, ein paar Walnüsse klein hacken und mit dazu machen. Warum? Ganz wichtig für die Konsistenz, auch wenn ich Orangenat oder Zitronat benutze. Ich nehme hier so einen Häcksler. Viele tun es ja ins Tiefkühlfach und hacken es dann ewig lang. Bin ich kein Fan von. Zeug in Häcksler mit 2 Eiweiß. Das Ding macht die ganze Arbeit. Das machen wir jetzt. Wir nehmen die Belegkirschen und ich würde sagen so 4, 5 Datteln und tun das mal mit 2 Eiweiß als erstes hier drin aufpürieren. So, wenn die Masse hier schön fein püriert ist, dann geben wir noch 100 Gramm von dem Marzipanmasse. Das müsst ihr nicht genau abwiegen, ich nehme halt jetzt einfach grob die Hälfte. In so einer Packung sind ja 200 Gramm und tue es hier mit rein. Das püriere ich jetzt auch noch mit ein. Und dann schlagen wir erstmal 4 Eiweiß, also die restlichen 4. Restliche 4. Ja, vielleicht brauche ich auch nur 6. Jetzt blöd. Ich brauche schon 8. Also 6 Eiweiß schlagen wir auf mit Salz. Aber jetzt erstmal Marzipan anrühren, Eischnee aufschlagen und dann machen wir weiter. So, ihr hört, das Eiweiß ist mit einer Prise Salz in der Maschine. Das soll steif geschlagen werden. Währenddessen wiegen wir 150 Gramm Zucker ab. Ja, den Rest. Und jetzt, sobald das Eiweiß steif wird, geben wir nach und nach den Zucker mit dazu. Kurz, weil ich in die Ecke nicht so hinkomme. Also hier seht ihr. Schön steif schlagen, ne? Also soll schön fest sein. Was müssen wir jetzt machen? Also wir müssen jetzt noch das würzen und zwar mit Zimt, Lebkuchengewürz und Kakao. Das tue ich jetzt hier rein und schütze jetzt einfach noch mit dazu. Also was hat man? 3 Teelöffel Zimt, 2 Teelöffel Lebkuchengewürz und nochmal 3 Teelöffel Kakaopulver.
So, was fehlt jetzt noch? Jetzt brauchen wir noch 80 Gramm Mehl. Ja, so. Und 300 Gramm Mandeln. Dann 200. Dann habe ich noch vom letzten Mandelbacken. Mandelbacken. Lebkuchen backen, noch eine halbe Packung. Dann haben wir hier 300 Gramm. Ja. So, das mischen wir ein bisschen. So, jetzt brauche ich eine größere Schüssel. Moment. Und jetzt kommt alles zusammen. Und zwar eben diese Mehlmischung hier. Tut nicht alles rein, aber den Großteil. Weil hier will ich erstmal mit dem Eischnee erstmal mit einer kleinen Menge vermischen. So, jetzt kommt hier diese Marzipan. Eigentlich Orangenat, aber heute Kirsche und Dackelmischung. So. Und dann, habe ich ja gesagt, wir mischen hier einmal vor. Mit einer kleineren Menge. So. Das vermischen wir jetzt mal ganz kurz. Ne? Und wenn wir jetzt ein bisschen minimal Bindung haben, dann gehen wir den Rest von dem Eischnee rein. Genau. Und das vermischen wir auch. Und dann dürfen wir nicht vergessen, wollten wir noch Walnüsse und eben einen Schuss von diesem Slow Gin mit rein tun. Das machen wir gleich auch noch, aber jetzt erstmal das hier vermengen. So, was machen wir jetzt noch? Und zwar, wir tun jetzt hier noch kleine Stückchen von dem Marzipan reinpflücken. Also so die Größe. Das wird jetzt halt ein bisschen dauern. Und dann benutzen wir nochmal unsere tolle Maschine und hacken ein paar Walnüsse klein. Also ich habe jetzt hier die halbe Packung, also so 100 Gramm Walnüsse da rein. Und hier ist halt wichtig, dass man immer nur so kleine Größe macht, weil wir wollen ja Masse und Konsistenz für hier haben. Und deswegen, na, so wie ich es jetzt gemacht habe, 3-4 Mal, so sollte es aussehen. Also dass wir schon auch hier eine entsprechende Konsistenz haben. Das kommt da mit rein. Es klebt natürlich alles. Deswegen koche ich lieber statt backen. Ich finde, backen ist so eine ganz klebrige Angelegenheit. Ich finde, mir macht es auch einfach keinen Spaß. Aber auch ich liebe Lebkuchen und mein Mann liebt sie und deswegen mache ich sie. So, jetzt noch mal einen Schuss von diesem wunderbaren Slow Gin rein. Danach Geschmack. Jetzt noch das hier reinbröseln und alles wieder unterheben. So, das ist mein soweit das Zwischenergebnis. Die Masse riecht super. Ich finde sie noch wenig weich. Ich glaube, ich habe das letzte Mal tatsächlich nur 6 und nicht 8 Eier genommen. Und da war sie nicht ganz so flüssig. Aber die soll eh über Nacht in den Kühlschrank. Das heißt, backen werde ich das alles sowieso erst morgen. Damit das einfach noch alles ein bisschen zusammenzieht. Man kann es auch einfach nur ein paar Stunden, also so 3-4 Stunden in den Kühlschrank packen, abdecken. Aber ich glaube, über Nacht soll es besser sein, keine Ahnung. Ich probiere es einfach. Genau, ich zeige euch ja dann eh noch das Ergebnis und wie viel und wann das backen müsst und sonstiges. Ja, schauen wir uns dann morgen an. Jetzt räume ich erstmal den Schweinestall hier auf. Scheiß Backen, echt wahr. Ja, eins vielleicht noch. Die 8 Eigelb, die ich da abgetrennt habe, weil wir brauchen ja nur das Eiweiß. Schmeißt es nicht weg, macht damit irgendwas. Ich habe das letzte Mal, als ich Lebkuchen gemacht habe, Nudel
Brokkoli-Auflauf gemacht und das habe ich einfach in die Soße mit reingerührt. Das stickt dann schön mit an. Oder man macht halt daraus, was weiß ich, irgendein Frühstückszeug, keine Ahnung. Ist schade zum Wegschmeißen, verwendet es für irgendwas. Es gibt bestimmt auch Plätzchen und Kuchen, wo man nur Eigelb braucht. Oder ihr macht Nudelteig draus mit Eigelb. Das werde jetzt ich, glaube ich, mal auf die Schnelle machen. Dann mache ich mir morgens selber Nudeln. Im Normalfall ist jetzt so Nudeln, kurzer Exkurs, 100 Gramm Mehl auf ein Ei. Wir haben jetzt nur Eigelb, also werde ich auf 100 Gramm Mehl 2 Eigelb nehmen. Das heißt, ich habe hier 8, dann kann ich 400 Gramm. Ich werde erstmal mit 300 Gramm Mehl versuchen, dann schaue ich, wie die Konsistenz wird. Also ich werde mal mit 300 Gramm Mehl und den Eigelben einen Nudelteig herstellen. Dann habe ich morgen Mittag Nudeln, die ich essen kann. Genau, aber jetzt Schluss für heute. Hallo zusammen. So. Der Teig war ja über Nacht im Kühlschrank. Ich habe den jetzt so vor einer Stunde rausgeholt. So sieht er aus. Ja, und jetzt wollen wir ja Lebkuchen machen. So, wollen wir mal kurz auf mein Rezept spicken. Wir heizen den Ofen vor, Ober-Unterhitze, 180 Grad. So, und jetzt brauchen wir Backobladen und formen schöne Lebkuchen draus. Ihr könnt kleine oder große nehmen. Ich habe nicht diesen komischen Lebkuchenstopfen, den viele benutzen. Also wenn ihr einen habt, benutzt ihn. Ich nehme einen Löffel und streiche mit den Fingern glatt. Ich stelle mir jetzt gleich noch ein Glas Wasser daneben, dass ich meine Finger zwischendurch benetzen kann, weil es doch sehr klebrig ist, damit ich das schön formen kann. Genau, das machen wir jetzt mal. Fertig sind sie. Ein bisschen Teig ist noch übrig. Ich werde jetzt erstmal die backen und dann mache ich vielleicht noch zwei. Ja, ich werde noch zwei große machen. Ich habe überlegt, ob ich jetzt noch ein paar kleine mache. Aber ich mache einfach noch zwei große dann. Die schiebe ich dann noch rein. Der Ofen ist noch nicht ganz vorgeheizt. Ja, der braucht noch ein bisschen. Wir warten, bis der Ofen vorgeheizt ist. Die kommen eine Viertelstunde in den Ofen. Und dann müssen sie auskühlen. Am Schluss glasieren wir noch. Also ich habe hier so eine dunkle Kuchenglasur. Ich habe es das letzte Mal mit dunkler Schokolade gemacht und habe den Kokosfett aufgeweicht. Hat gut geschmeckt, aber das ist einfach nicht so fest geworden, wie es sein soll. Deswegen habe ich diesmal die gute Dr. Oetker Glasur gekauft. Genau. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Jetzt warten wir auf den Ofen. So, jetzt ist der Ofen vorgeheizt. Rein damit. Timer stellen, wenn ihr so verteilt seid wie ich. Und immer nicht auf die Zeit achten könnt. 15 Minuten und dann sind sie fertig. So, 15 Minuten sind rum. Das heißt, sie können raus. Kommando zurück. Ich gebe ihnen noch 2 Minuten, weil es wirkt noch nicht so, wie ich es will. Also, 2 Minuten on top. 2 Minuten wurden mal wieder 5, aber in der ersten Minute habe ich noch die 2 Lebkuchen fertig gemacht. Also, so, raus damit. Tada! So, die sollen ja außen ein bisschen fest sein und innen noch schön fluffig. So, die versuche ich jetzt hier runter zu boxieren und natürlich noch die anderen 2 auch noch mal eine Viertelstunde rein. Ich glaube, dass dann beim zweiten Mal eine Viertelstunde reicht, aber werden wir ja dann sehen. Das sehe ich jetzt hier auf dem Brett. Ja, es funktioniert wie immer, was ich mir denke. Alles super gut. Heiß. Gut. So, ich mache das ungefähr so wie ich. Okay, also die anderen 2 rein. Die müssen jetzt auskühlen. Ich lasse sie 1 Stunde auskühlen und dann glasiere ich sie. Genau, bis später. So, die haben jetzt deutlich länger als 1 Stunde ausgekühlt, weil ich heute so viel arbeiten musste, dass ich einfach zu nichts gekommen bin. Aber jetzt komme ich zum Glasieren. Ist ja egal, wie lange die auskühlen. Die Glasur habe ich jetzt nach Packungsanleitung, auch heiß, also in einen Topf mit warmem Wasser. Habe die jetzt 10 Minuten drin gelassen, beziehungsweise ein bisschen länger. Die schneide ich jetzt auf und die gebe ich jetzt über die hübschen Dinger drüber.
Und ich glaube, ich verziere sie auch jeweils mit einer Walnuss. Das finde ich ganz schick. Genau. Und dann machen wir hoffentlich, wenn das dann ausgekühlt ist, den ultimativen Geschmackstest. Weil wir müssen ja gucken, ob meine komische Kreation auch überhaupt was geworden ist. So. Aber jetzt glasieren wir erstmal. So, wie gut, dass ich in weißer Voraussicht zwei Packungen von der Schokoglasur gekauft habe, weil das Schokolade zu Lebkuchenverhältnis gefällt mir nicht. Deswegen mache ich jetzt noch eine zweite Packung warm. Und die gebe ich auch noch drüber und dann noch die Nüsschen. Also nochmal 10 Minuten ins Wasserbad und dann los. So, Packung Nummer 2 ist soweit. Also nochmal Schoki drauf. So. Das verstreiche ich dann noch kurz. Die haben nicht so viel abgekriegt. So. Warum läuft das jetzt nicht richtig? Ach ja. Backen ist doch so ein Spaß und keine Schweinerei, nein, nein. Oh, da ist ein Stückchen. Das muss noch mal kurz ins Wasserbad. Ich mach's gleich fertig. Ich lasse das mit den Nüssen sein. Da habe ich keine Luft. Schauen doch auch so ganz gut aus. Genau. Ich lasse jetzt noch die restlichen. Ich zeige später noch den Geschmackstest und dann sind wir fertig. Bis später. So, Geschmackstest. Ist zwar noch nicht ganz trocken, aber ich kann nicht mehr warten. So. Also erstmal, es schmeckt gut. Nicht viel Lebkuchen, weil dieser orangige Zitronengeschmack fehlt. Also schon wie Lebkuchen, aber Konsistenz ist gut, schmeckt lecker. Und was würde ich beim nächsten Mal anders machen? Ich würde so Zitronenzeste oder Orangenzeste mit reintun, damit ich den orangigen, zitronigen Geschmack mit reinkomme. Ansonsten sind sie lecker, man kann sie gut essen. Also wenn ihr nicht auf Zitronat und Orangenat steht oder wenn ihr es auch nicht bekommt, probiert es gerne mal aus. Ich kann es empfehlen. Ich hoffe, euch hat es mir immer gefallen. Viel Spaß, wenn das mal nachbackt oder auch so ein Chaos in der Küche veranstaltet wie ich. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis bald.